So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. Herzlich willkommen auf meinem verlausten Kanal. Heute mal eine Runde Bison Battle. Ja, gleich Freispiel eingekauft für 15 Euro. Die Green Valley Variante. Auf 20 Cent Einsatz natürlich. Und da drehen wir mal die ganze Geschichte an. So, hier ist schon die Sache gelutscht, wie es aussieht. Ja, habe ich früher sehr oft gespielt. Und viele fragen mich immer in der WhatsApp-Gruppe. Der Link ist übrigens unter dem Video gepostet. Warum spielst du meistens auch immer die gleichen Spiele? Kann ich euch genau sagen. Ich habe mir da so eine, wie soll man sagen, so eine Liste gemacht mit Spielen, die ich sehr oft spiele, wo ich meine, da kann man am meisten gewinnen mit kleinen Einsätzen. Warum soll ich da andere Spiele noch ausprobieren? Großartig, wenn ich dann mein Geld noch verschieße und bei dem einen oder anderen Spieler sowieso nichts passiert. Deswegen habe ich mich da schon auf meine Spiele irgendwo mehr oder weniger festgelegt. Ist natürlich auch keine Garantie für Gewinne, aber ja, damit fahre ich persönlich natürlich am besten. Okay. Aha, mal zwei. Ja, der Büffel gibt direkt Verlängerung. Der kann von links nach rechts sausen oder von rechts nach links. Und ich glaube, da gibt es auch zwei, die aufeinander knallen können. Wie man gerade hier sieht. Ja, 15 Euro, das ist schon fast ein Sonderangebot in Sachen Freispiele kaufen. Ähnlich aufgebautes Spiel wie El Torero, diese Variante hier. Da bleiben die Wilds in der Mitte stehen. Letzte Runde. Ende Gelände. Ja. Links und rechts die Optionen bleiben frei. Und da gibt es noch eine Eispark-Variante. Die ist dann blau, die kostet ein bisschen mehr. Die ist ein bisschen anders aufgebaut von den Spielen. Das zocken wir aber nachher mal da unten. Erstmal machen wir hier in der Form weiter. Schönes Spiel. Abwechslungsreich. Früher hat das auch so mal gut gezahlt. Ich habe es jetzt nicht mehr so oft gespielt in letzter Zeit. Ich spiele zwar hin und wieder, aber jetzt nicht mehr so alleine bedingt durch Fat Banker und andere Geschichten, die da natürlich stärker von den Aussackquoten sind. Also da kann ich euch natürlich sagen, das Spiel ist nicht vergleichbar mit Fat Banker. Sagen wir mal so, Fat Banker kostet natürlich auch das Doppelte vom Einsatz her. 30,60 Euro, die Freispiele auf 20 Cent Einsatz. Ja. Wenn es mal so vergleicht, man kann es schon vom Einsatz nicht miteinander vergleichen. 15 und 30 Euro, das ist schon eine ganz andere Liga. Aber auch man muss sagen, Fat Banker natürlich die Gewinne viel, viel höher sind. Ja. Aber wenn man mal eine Alternative sucht, Fat Banker läuft ja auch nicht jeden Tag gut. Und man sucht dann eine schöne Alternative, dann kann man dann auch mal hier eine Runde anzocken. So. Ja, Grafik gut gemacht. Und für alle, die gerne dann 15 Samurai oder El Torero spielen, das Spiel hat schon eine gewisse Ähnlichkeit vom Ablauf her. Bloß hier kann man natürlich noch Freispiele dazu kriegen, bei El Torero den Spieler natürlich nicht. So, das sieht man jetzt hier zum Beispiel, hat man zwei Freispieler zugekriegt. Er läuft einmal von rechts nach links und unten von links nach rechts und gibt dem Multiplikator noch einen Punkt dazu. Das ist also hier auch noch möglich. So. Höchste Symbol müsste eigentlich hier der Weißkopfadler sein oben. Ja, die Runde ist aber hier mausetot. Was. Gut. Das reicht noch nicht mal für eine Packung Kaugummis. Deswegen müssen wir ganz schnell mal weiter hier drehen. Ja, Hintergrundton, Musik mache ich natürlich immer aus. Es gibt direkt Ohrenkrebs. Das aber bei 90% der Spiele nervt mich dann so ein bisschen ab. Aber ich lasse hier nur die Spielgeräusche als solches hier zu. Kann man dann noch einstellen. Aha, okay, jetzt haut er nochmal schöne Batterie da rein. Macht aber nicht weiter. Und
Ja. Vorteil ist natürlich auch, man hat hier nur 15 € Lage, wenn man es mal so sagen darf, die man dann riskiert. Also das ist jetzt ja vom Einsatz her, normalerweise kommt man schon eigentlich schnell auf so eine Summe. Oh, die Runde ist kaputt. Die drehe ich mal schnell weiter. Da sehe ich schon. Ganz zerfleddert das Ding. Den Vorteil, den man hier natürlich auch hat, man kann nachher die andere Freispielvariante nehmen, wenn die hier nicht läuft. Da gehen wir auch gleich nochmal rüber. Und da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich euch gleich nochmal zeigen. Es gibt ja Bison-Spiele und Büffelspiele ja ohne Ende in den Casinos. Also diese Auswahl, die ich euch hier immer zeige, ist in der Form ganz, ganz minimal. Man hat da teilweise in den Casinos bis zu 300, 400 Spiele zur Verfügung, wenn man die alle durchgeht. Und das Angebot ist dermaßen stark, von Bücher bis, weiß ich nicht, Pferde-Wettengeschichten, Pferdespiele da und was weiß ich da alles. Roulette und allen möglichen Krempel. Also man hat ja schon alles hier drin. Auch Kartengames, Würfelgames. Ja, also das ist komplett. Breites Sortiment ist da schon gegliedert. Aber auch hier, sagen wir mal, online ist es so, da sind auch viele Spiele drin, die überhaupt nicht laufen, wie in der Spielothek natürlich auch. Das heißt, es gab früher mal Spiele, die ja unwahrscheinlich gut liefen, wie Rising Liner, Fruitastic in der Spiele und die heute ja gar nicht mehr laufen. Und so ist es natürlich hier auch. Das sind so ein paar Müllspiele und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen festgelegt in den Spielen, wo ich sage, okay, die bringen dann schon mehr auf 20 Cent Einsatz. Ja, ich will ja mal irgendwann mal auch mal 1.000 oder 2.000 gewinnen mit 20 Cent Einsatz. Das kann man natürlich bei einigen Spielen hier auch nicht. Da ist so die Grenze manchmal jetzt, Beispiel bei 500 oder 800 €. Da merkt man, ist schon ausgeschöpft mit 20 Cent Einsatz. Ja, so sieht's aus. Und bei Fat Banker kann man zum Beispiel ein paar 1.000 € gewinnen mit 20 Cent Einsatz. So, da haben wir ja schon, hat er schon mal Batterie da reingestellt. Sieht noch ganz gut aus. Und, hat er nichts gemacht. Oh, es geht ja zwei Spieler zu. Das ist interessant. Wert hat er schon mal auf, mal zwei. Wie weit er da hochgehen kann vom Multiplikator, kann ich allerdings nicht sagen. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Natürlich, ja, jetzt komm. Scheiße, rechnet er denn jetzt? Oder hat er mal drei da oben drüber? Oh, da ist eine schöne Batterie reingeknallt. Aber den Weißkopf hat er natürlich da nicht abgeschlossen. Oh. Boah, nice, ey. Ah, scheiße. Also mal 6 habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, da kommt ein richtiges Beben. Ah, nicht schlecht. Jetzt habe ich ja noch eine gute Option, aber er setzt nichts mehr rein da vorne, richtig? Nur den Schrott hier von den Symbolen. Aber immerhin. Hammer, ey. Schöner Wurf. Boah. Ja, jetzt komm. Jawohl. Oh. Hab ich noch nicht gehabt. Ja, das müsste eine richtige Rutsche sein. Hammer gewinnen, ey. Pass, das ist ein starkes Ding. Heftig, heftig, ey. Hammer, das habe ich in dem Spiel noch nicht gehabt. Ich glaube, der Höchstgewinn war mal irgendwie 300 oder so. Boah. Heftig, ey. Boah. Boah, ist das eine Kanone, ey. Fast ein Tausender alleine in der Runde. Heftig, ey. Also muss ich sagen, also wenn man das hier so sieht, kann man wahrscheinlich auch ein paar 1.000 € gewinnen.
Also das war jetzt nur mal 2 gerechnet, der Weißkopfadler. Boah, ist das ein heftiges Ding gewesen, ey. Geil. Was eine geile Runde. Also das Höchste war, glaube ich, irgendwann mal 380 Euro oder so. Aber das ist schon heftig. Was eine harte Summe, ey. Geil. Okay, Leute, ich mache jetzt hier auf Feierabend. Wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, schaut gerne in dem Link unter dem Video nach. Auch in der WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr mich gerne fragen. Spiel heißt Bison Battle. Ich habe jetzt hier die grüne Variante genommen. Es gibt eine grüne und eine blaue und ich habe die grüne genommen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und diesmal Glück gehabt. Kann aber auch anders laufen. Werde jetzt auch natürlich hier Feierabend machen. Was soll ich jetzt hier noch gewinnen? Ist für mich jetzt in der Form uninteressant, hier noch weiter zu spielen. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Glück und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns in alter Frische und ciao.